Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play NS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben. Wir sind gerade mit einem John Deere und einem Düngerstreuer auf dem Weg zu Tatarata Feld 45. Wir haben es gekauft. So, und da ist Weizen drauf, das wollen wir nochmal eben schnell düngen. Oder den wollen wir nochmal eben schnell düngen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir es auch bald ernten. Und das wird, glaube ich, spaßig. Ich glaube, das wird richtig spaßig. Ich glaube, da überlege ich mir noch was, wie ich das am besten mache. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, das mache ich dann mit Überladewagen und mit großen Trailern und ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Geld, um mir das alles zu kaufen. Ich muss also eigentlich erstmal viele andere Sachen machen und Sachen verkaufen, damit ich überhaupt Geld habe, damit ich mir noch neue Fahrzeuge kaufe. So. Also Feld 45 möchte ich zum Beispiel auch gerne, ja, ich denke mal so mit 4 Mähdreschern gleichzeitig bearbeiten. Mal sehen. Mal sehen, wie das wird. Brücke eigentlich fertig. Nö, noch gar nicht fertig. Muss noch eine Stahlpalette hin oder was? Nein, das sollte doch gar nicht. Sollte es da natürlich noch nicht reinfahren. Düngen, sehr gut. 45. Vorgewende. Da draufklicken. So. Jo, das dauert. Ist aber auch ein Hammerfeld. Berechnet. Kurs mal anzeigen. 5000 Wegpunkte. Mal gucken, wie oft ich hier meine 18.000 Liter Dünger nachfüllen muss. Erstmal den Kurs speichern. Falls ich hier eine neue Aufnahmesession starte, nicht, dass er weg ist. Ja, und er düngt. Cool. Wir haben Feld 45, kannst du gar nicht glauben. So. Jetzt will ich mal hier beim Zentrallager gucken. Was ist denn überhaupt im Moment teuer? Bierkasten ist teuer bei Aldi. 12,5, aber ich glaube, Bier habe ich nicht mehr viel. Also hier im Lager. Achso, da sehe ich es ja eh nicht. Doch, würde ich doch sehen, klar. Bierkasten, keine.
Künstler. Wo habe ich denn Bierfässer? Da. Irritiert mich so ein bisschen, dass hier Fässer stehen, obwohl ich keine, und Kisten stehen, obwohl ich keine habe. Naja, egal. Okay, Speiseöl und Diesel wollte ich auch nicht hin. Ja, dann eben Speiseöl und Diesel. So, wollte ich zwar nicht hin, aber nutzt ja nichts. Noch ein Fliegelanhänger, der kann auch weg. Naja, ist nicht mehr, noch nicht so viel, aber besser als nix, ne? Ja, wir brauchen Kohle, also zur Brauerei. Ach, seht ihr, die hätte ich auch schon gleich einlagern können. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Gleich mal gucken, was bei Aldi denn noch günstig ist, noch zu verkaufen ist. Ich weiß auch nicht, ob Bier das auch bei Aldi. Ja, okay. Gut, dann macht das ja schon mal Sinn, alles bei Aldi zu holen. Oder alles zu Aldi zu bringen, meine ich natürlich. Oh, wie sieht das hier denn aus? Oh, wie sieht das hier denn aus? Ist davon noch irgendwas? Kartoffeln oder so? Pommes, auch bei Aldi. Hier ist Preis. Ja, dann machen wir mal eben eins. Dann befüllen wir jetzt hier mal eben, bearbeiten wir jetzt erstmal eben hier die Kartoffelindustrie. Die jetzt hier nämlich gerne... Ein bisschen komisch aus, ich weiß. Aber nützt ja nichts. Da vielleicht auch noch der Autolot-Bereich größer eingestellt werden. Thank you.
Pommes. Jetzt muss ich gucken, wo hier Pommes waren. Was davon sind denn Pommes? Hier sind Pommes. Was mit Chips? Wo sind die? Jetzt holen wir noch Bier, so viel wie wir tragen können sozusagen. Und dann geht's ab zu Aldi. Wobei dafür gibt's eigentlich einen Kurs. Den können wir dann gleich laden. Da müssen wir mal gucken, dass wir alles mitkriegen. Ich sehe nichts. Diesen ganzen hier rumgehacke. Aussteigen, gucken, wie voll der schon ist. Der schon voll ist, ja, der ist voll. So, das muss eben hier hin. Abkuppeln, eben gegen Zaun fahren. Ja, Bier und Pommes, ne? Soll eigentlich nur noch Steaks holen? Dann ist das doch die perfekte Ladung. Mehr braucht doch kein Mensch. Ja, eine Palette ist da geblieben. Okay, kann ich mitnehmen. So, mal gucken, was wir dafür an Kohle kriegen. Ah, ich muss noch mal eine Sache gucken. Ja, Zeit ist um. Alles gut.
Na, hier passt das. Nur bei dem Dingens, da sieht's komisch aus. Hier passt es auch. Bei meinem Sattelschlepper sieht's komisch aus, dass der nicht... Naja. Egal. So. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like oder ein Abo. Und komm nicht, dass ich von der Brauerei zu Aldi schon einen Kurs habe. Nee. Aber vom Lager habe ich einen. Ja. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Zur Dienstagsausgabe. Und würde mich sehr freuen. Und freut mich auch, wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besucht. Und morgen seht ihr, wie wir hier ganze Bier verkaufen. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen mit der Kohle. Bis dann, ciao!